Hallo, mein Name ist Hans. Ich bin im Februar und März 2022 einmal rund um Italien gefahren, an der Westküste nach unten, einen kurzen Abstecher nach Sizilien, dann den ganzen Stiefel entlang und an der Ostküste wieder nach Norden. Nach vorangegangenen Trips in den Norden und die Mitte Italiens lag der Schwerpunkt dieser Camperreise eher im italienischen Süden. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch doch das nachfolgende Video an. Das ist La Spezia von oben betrachtet, mit dem Hafen, den Fährschiffen und dann im Hintergrund den Bergen. Die Stadt selbst ist nicht unbedingt ein touristisches Highlight. Porto Venere liegt südwestlich und ganz in der Nähe von La Spezia. Der beschauliche kleine Fischerhafen bildet das Südende der Cinque Terre, auf die ich später noch eingehen werde, und ist, wie ich meine, sehr sehenswert. Nach meiner Nacht in La Spezia und dem kurzen Abstecher nach Porto Venere befinde ich mich jetzt auf dem Weg ins Landesinnere nach Lucca in der Toskana. Neben seiner Altstadt ist Lucca bekannt für seine imposante Stadtmauer und für die sogenannten Geschlechtertürme, von denen man im Hintergrund einen erkennen kann. Im 13. und 14. Jahrhundert gehörte Lucca aufgrund seiner Textilindustrie zu den bedeutendsten europäischen Städten. Die großen Plätze, die vielen romanischen Kirchen und die prunkvollen Gebäude zeugen noch heute von der einstigen Bedeutung der Stadt. Die Stadtmauer ist über 4 Kilometer lang und vollständig erhalten. Sie wurde nicht im Mittelalter angelegt, sondern erst in der Renaissance und ist daher viel massiver gebaut worden, um den moderneren Waffen standhalten zu können. Sie ist bis zu 12 Meter hoch und an den meisten Stellen 20 oder mehr Meter breit. Die Piazza Anfiteatro ist Luccas größter öffentlicher Platz. Von der Form her ist er oval, da er, sein Name weist bereits darauf hin, an der Stelle des früheren Amphitheaters entstanden ist. Ach so, ich war übrigens auf einem ganz tollen Stellplatz. Ailici heißt er, 4 Kilometer von Lucca entfernt und wie ihr sehen könnt, zu dieser Jahreszeit nicht sehr bevölkert. Nach 2 Nächten in Lucca fahre ich jetzt nach Süden in Richtung Rom und werde in Bagnoregio Halt machen. Sehenswert ist dort ein mittelalterlicher Stadtteil, der auf einem Tuffsteinfelsen liegt, die sogenannte Civita di Bagnoregio. Die Altstadt ist nur durch eine steil nach oben führende Fußgängerbrücke erreichbar. Der kurze Abstecher nach Bagnoregio war meiner Meinung nach sehr lohnenswert. Hier sehen wir die riesige Ausgrabungsstätte von Pompeji, das durch einen Vulkanausbruch im Jahre 79 nach Christus vollständig zerstört wurde. Der Übeltäter dieser Katastrophe, der Vulkan Vesuv, ist im Hintergrund zu sehen.
Durch die dicken Ascheablagerungen wurden die Überreste sehr gut konserviert und auch so unzugänglich, dass die Stadt bis ins 18. Jahrhundert hinein in Vergessenheit geriet. 1748 begannen die systematischen Ausgrabungen, die ja auch heute noch fortgeführt werden. Nur gut 100 Meter von der Ausgrabungsstätte entfernt und unter Orangenbäumen liegt der Campingplatz Zeus, ganzjährig geöffnet, sehr gut ausgestattet und aufgrund seiner Lage natürlich optimal geeignet, um Pompeji zu besuchen. Ich fuhr dann weiter an die Amalfiküste, die sich am Golf von Salerno nur ca. 40 Kilometer südlich von Neapel befindet. Mit einem der legendären Busse, die sich auf engstem Raum entlang der kurvigen Küstenstraße bewegen, fuhr ich dann nach Amalfi, das wir hier sehen. Selbst im Winter gibt es hier doch einige Touristen. Bekannt ist der Küstenabschnitt auch für seine Zitronenplantagen und natürlich für das Endprodukt Limoncello. Hier hätte es sicher mehr zu entdecken gegeben, aber das Wetter wurde sehr schlecht, sodass ich bereits am nächsten Tag weiter Richtung Süden fuhr. Ein Grund nochmal zurückzukommen. Nur ca. 70 Kilometer südlich von Amalfi liegt Pestum. Übernachtet habe ich auf dem Campingplatz Villaggio dei Pini direkt am Meer und umgeben von Überwinterungsgästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Platz liegt nur etwa 2 Kilometer von der Ausgrabungsstätte entfernt. Bei der Weltkulturerbestätte Pestum handelt es sich um eine griechische Siedlung, die um 600 v. Chr. Wegen des fruchtbaren Bodens an dieser Stelle errichtet wurde. 274 v. Chr. Wurde sie dann von den Römern erobert und erhielt den heutigen Namen Pestum. Neben den Grundmauern der Gebäude sind insbesondere 3 Tempel erhalten. Der Heraion-Tempel, um 540 v. Chr. Erbaut, ist der älteste griechische Tempel, hier im Vordergrund. Direkt dahinter liegt der Poseidon-Tempel aus der Zeit um 450 v. Chr. und ganz am Ende der Siedlung erkennt man noch den 3. Tempel. Das ist der Athena-Tempel, der um ca. 510 v. Chr. Erbaut wurde. Ab 500 nach Christus versandete und versumpfte das Gelände zusehends, wurde aufgegeben, es überwucherte und geriet völlig in Vergessenheit. Erst 1752 wurde es wiederentdeckt. Mit einer Zwischenübernachtung in Sapri ging es dann auf der E45 weiter gen Süden nach Tropea. Die gut ausgebaute und zudem mautfreie E45 verläuft im Landesinneren durch die südlichen Ausläufer der Apenninen und zum Teil in über 1000 Metern Höhe. Auf den umliegenden, noch höheren Bergen erkennt man Schneereste. Um es gleich vorwegzunehmen, die kleine Stadt Tropea fand ich toll. Der Ort liegt auf einer ca. 40 Meter hohen Felsklippe direkt am türkisblauen Wasser des Tyrrhenischen Meeres. Direkt vor der Altstadt liegt auf einem weiteren Felsen die kleine Wallfahrtskirche Santa Maria dell'Isola. Der einzige im Winter geöffnete Campingplatz liegt direkt unterhalb der Wallfahrtskirche und direkt am Meer. Wie man sieht, geht es hier recht beschaulich zu. Auf der Klippe gelegene Stadt erreicht man über eine Treppe, die sich in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes befindet. Die pittoreske Altstadt mit ihren verwinkelten engen Gassen und den zum Teil mittelalterlichen Gebäuden, wie zum Beispiel der Kathedrale, ist durchaus eine Besichtigung wert. Charakteristisch ist eine besondere Art der roten Zwiebel, die es nur hier gibt. In Stadtnähe gibt es auch einen recht großen Fischerei- und Yachthafen, der sehr schön angelegt ist.
Mein Fazit: Tropea solltet ihr euch unbedingt anschauen. Ein paar Kilometer südlich liegt das Capo Vaticano, von dem aus man einen tollen Ausblick auf die hellen Felsformationen und das glasklare Wasser hat. In der Ferne kann man den rauchenden Vulkan Ätna erahnen, denn ich bin unterwegs zur Fähre nach Sizilien. Im zweiten Teil meines Reiseberichtes geht es dann nämlich um Sizilien und unter anderem werdet ihr dort auch weitere Aufnahmen vom Ätna sehen. Also nicht verpassen!